Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Random Pack Opening. Und ja, wir sind diesmal zusammen mit Slash wieder hier am Start. Das heißt, ein schönes Doppel-Opening. Wir haben ein paar neue Booster mit dabei, wir haben Galactic Overlord und ein bisschen anderen Stuff, wie wir mal Spell Ruler dabei. Mal sehen, ob wir irgendwann mal eine Ultra ziehen. Und wir haben auch unsere Location hier umgebaut. Ich bin in einem ganz anderen Raum. Ich hoffe, die Akustik ist jetzt vielleicht ein bisschen besser als vorher oder schlechter. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und auch die Belichtung haben wir ein bisschen geändert. Müssen wir mal gucken, ob das soweit läuft. Ich würde sagen, wir fangen an. 5 Packs. Los geht's. Wir sollen anfangen. Du oder ich? Tja, ich fange mal an. Ja, Galactic Overlord. Unser neues Pack in der Runde. Ja. Ja, wow. Hol mal ein paar Tooms raus. Ein paar Tooms? Ja. Oder Bigger Age Secrets. Ich glaube, die gehen gar nicht mehr so viel, die Tooms, ne? Nö. Ah. Da ist gleich ein Vanilla. What? Tail Dragon. Capable of indefinite flight. Attacks by wrapping its body with electricity and ramming into opponents. Important. Capturing the Wet Tail Dragon is forbidden by the ancient rules and it is a level 6 offense. The minimum sentence for which is imprisonment for no less than 2500 Heliocycles. Der Text ist so freaking. Was soll ich das sagen? Das ist eine Anspielung an antike Ancient Rules, die Spellern. Okay. Overlay Owl. Aquamino Cycle. Light Dragon. Oh, sehr früh. Oh! Gaia Dragon, the Thunder Charger. Sehr schön. Der hat ja lange gebraucht, bis er einen Reprint bekommen hat, ne? Ja. In ja, Ulti. Stimmt. Und er sich so günstig gemacht hat. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns doch drüber. Ja. Sealing Ceremony of Rayton, Miniguts, Light Ray, Daedalus. Daedalus. Swallowtail, Butterf Spy. So, dann mach ich auch mal einen Galactic Overlord dazu. Wir haben eigentlich quasi Mirror hier. Das einzige, was unterschiedlich ist, ist Order of Chaos und Photon Shockwave, die wir uns dagegen gleich mal tatsächlich zugeschoben haben. So, wir haben Commander of Swords, Insector Gauntlet, Hieratic Dragon of Nephthet. Lady of D. Ist die, glaube ich, sogar Shortprint hier? Ich weiß es nicht. Hieratic Dragon of Tefnuit, sehr schön. Brightstar Dragon, Light Ray Daedalus, Gamushara und Doom Donuts. Dieses Artwork. Super sieht das aus. Hab ich schon gebogen, das Spell Ruler Pack hier. Holo. Das Pack wohl schon rumliegt. Set 5 Duelist Line Packs. Oh, Labyrinth Wall. Labyrinth Wall. These walls from a labyrinth with no exit for enemies. Horn of Light. Ancient One of the Deep Forest. This creature adopts the form of a white goat living in the forest, but is actually a forest elder. Gute Stats, never his level, ne? Gravekeeper's Servant. Carrot Man. Fairy's Hand Mirror. Trial of Nightmare. This fiend passes judgment on enemies that are locked in the coffins. M Warrior 1, number 1. Specializing in combination attacks, this warrior uses magnetism to block an enemy's escape. Und Flash is Silent. Hab mich gewundert, das sah echt danach aus, ob da eine Holo drin wäre. So gebogen, ja, das sah so gebogen, ja. Guck mal, Spell Ruler ist so out of competition. Wir machen das jetzt schon als zweites Pack auf. Bringt das eher keine Holos meistens rein. Ja, aber damals war der Holo-Ratio einfach ein bisschen geringer. Crappy, ne? Oh, Twin Long Rods 2. Ich glaube, Twin Long Rods 1 ist, glaube ich, bei uns noch gar nicht raus oder war in irgendeine so Tournament-Pack-Promo. Twin Long Rods Number 2. An amphibious creature with two whip-like tails. Electric Snake. Mechanical Snail. A cyborg snail that travels at a slow pace. Chain Energy. Als Rush recklessly. Als das Wildschwein. Okazi. Mountain. Turtle Oath und Beaver Warrior, yeah! What this creature lacks in size, it makes up for it in defense when battling in the prairie. Order of Chaos. Den fünften Insektor Gigamantis oder so. Ja, bitte. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Karten, die ich noch nie gesehen habe, aber eigentlich sehe ich immer einfach nur die gleichen. Bei Openings. Ich fühle das auch so das Set, was man schon so auswendig kennt. Flammenrüstungsninja, Insektor. Das kann nicht Legacy sein. Stimmt. Insektor Giegelrüsterkäfer. Versiegelungszeremonie von Karton. Gewicht und Zen-Meistermessung. Sehr früh. Rüstungsschlag. Sehr schön. Kenn ich nicht die Karte. Ja, ich hab die auch schon mal irgendwo gezogen. Photonbrecher. Interplanetar lila stacheliger Drache. Heller Stern, leuchtender Stern. Finsteres Wurfmesser. Die ist halt cool, weil du damit zwei offene Karten beim Gegner poppen kannst, indem du halt, du kannst auch deine Insektor-Ausrüstungsmonster targeten quasi, das ist ja. Free-Popping, aber ist halt, wenn du kein Insektor-Monster hast, ist ein bisschen kacke. Ja. dann komme ich zu meinem Phone und Shockwave. Komm schon, Bunny, Lagia, irgendwas.
Dolka. Dolka. Ewewunder, Photonenführung. Ein Tag voller Frieden, schönes Wort, Shortprint, Naturia Marone. Tiefe dunkle Fallgrube, sehr gute Rare. Später mit Rafflesia, sehr schön spielbar. Ja. Ego-Schub, dixende Schwertkämpferin, wildes Langohr und Aufziehkrieger. Tiefe dunkle Fallgrube kann dann eine gute Karte sein mit der Side-Deck, die dann auch direkt die auf dem Deck aktivierbar dann. Ja, kann man mit Rafflesia. Die Fallen dann auswitschen. Ja. Gerade bauen. Ist quasi so eine extra Bottomless, bloß dass die halt nicht zerstören muss. Und halt aber auf spezifische Decks gesidet werden muss. Haben wir jetzt was haben wir jetzt? Spectre? Ja. Hm. Geheimsektendruide Witz, Bujingi Eber, Waschbärbaby Pong Poko, Daygraffer, der Ritter, Krähenschwarm, Geistertrick Jiangxi, Geheimsektendruide Dru, Intrigenschild und Mira der Sternträger. Dann Shadow Spectres, me too. Ghost Valgrind, nee, Ulti wäre schön. Ich habe noch keinen Ulti, ich habe, glaube ich, sechs Secrets und einen Ghost. Ich kenne mal einen Ulti, ich will mal vergleichen, was er möchte nicht zu dir. Skelesaurier, Nummern Materialverstärkung, Gagaga Team, Rasetsu, Butchin in Sekien, des Spiegels und, hey, Vampirübernahme, Vampire Takeover, dass sie die Defeat-Spell aus dem Deck aktivieren kann. Ich glaube, mittlerweile, gab es nicht in diesem Starter-Deck auch so eine ähnliche Karte, die auch irgendwie Feed Spells direkt aktivieren kann? Oder im ersten Set Duelist Alliance, irgendwie sowas gab es da auch. Bujingi Ibis, Bosheitsfresser Löffel, Bujingi 100 Füßler. Sehr interessante Karte auf jeden Fall für das Deck. Schade, dass es nicht abgehoben ist. Vampire? Ja. Zu wenig Support immer noch. Duelist Alliance, Drachentosch, Kettenbannung, Nummer 58 Feuervisier, Graf. Mit hat sie das brennenden Abgrunds und Suani, Feuer des Yang Sing. Yeah! Yay. Yang Sings. Mm. Aber guck dir das mal an, 4 Supers. Was läuft denn? Das ist ein sehr guter Schnitt. Ja. Fischbock Arzt, Kampfwachengeheul, Wichtprinz, gute Karten, Hymne des Lichts. Und was ist los eigentlich bei dir? Du hast 3 Holos gezogen. Ja, beide. Das ist die Rache über die letzten Openings, ne? Anscheinend. Er schlägt zurück. Ah, so. Zack, wir haben Chaos Samen. Fixsteinritter Unokalhai, Drachentausch, Artefakt Longinus-Lanze, schöne Seitekarte, Künstler, Kumpel, Drehkröte als Rare, Gelage der Wilden, Level 5, Künstlerkumpel, lustiges Nilpferd, Geier der Mitternachtssonnenritter und Künstlerkumpel, Segellibelle. Gut, das waren die Packs. Folgende Rares habe ich gezogen, Künstlerkumpel, Drehkröte, Bujinin, Segel, der Spiegel, Tiefe, Dunkle Fallgrube, Rush, Legacy und Harry, Dragon of Jeffroid. Yay, das war ein Ficky. Aber Graf, Krähenschwarm, Gewichte und Zen-Meistermessung, Carrotman und Lightray Graffer. Ja, und bei den Super Rares habe ich eine Vampir-Übernahme gezogen. Eine Super Rare. Und ich habe einen Suani für das Yang Sing Super Rare, Rüstungsschlag Super Rare und noch ein Gaia Dragon The Thunder von Charger als Super Rare. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, schon mal Improvement. Letztes Mal hatten wir ein einziges Super Rare aus 10 Packs. 4 Supers, sehr, sehr schöner Schnitt. Ich hoffe, euch hat dieses Opening heute gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.